Heute beim elektrischen Reporter Vegas, Tatort und Gestricktes. Ich habe sie erwartet. Das sogenannte Silicon Valley in Kalifornien gilt als der wichtigste Brutreaktor für Internet-Startups. Nahezu jedes erfolgreiche Webunternehmen wuchs in dem unglamourösen Areal in der Nähe von San Francisco auf. Einige im Valley reich gewordene Zeitgenossen versuchen nun, die Start-up-Kultur dieses Ortes zu klonen, und zwar mitten in der Wüste, genauer in Las Vegas. Wer auf dem Las Vegas Boulevard nach Norden fährt, lässt die großen Casinos hinter sich und findet über Hochzeitskapellen und Motels in das alte Zentrum der Wüstenstadt. In Downtown Vegas scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, als Elvis Presley und Frank Sinatra noch Stammgäste waren. Doch in dieser unauffälligen Bar wird an der digitalen Zukunft von Las Vegas gearbeitet. Sie wollen Las Vegas zum neuen Silicon Valley machen. Hier sitzen die Mitarbeiter von Downtown Projects. Auf der Website des Projekts kann jeder vom Bierbrauer bis zum Jungverleger seine Business-Idee einreichen und Starthilfe bekommen. Wir haben 21 Firmen über die Website finanziert. Und, oh Gott, ich weiß gerade nicht genau, ich glaube 248 Jobs geschaffen. Ja, das sind die aktuellsten Zahlen aus dem Vegas Tech Fund und dem Small Business Fund. Und diesen Monat kommen noch mal 56 neue Jobs dazu, weil eine neue Firma aufgemacht hat. 350 Millionen Dollar fließen in die Start-up-Stadt. Das Geld kommt von ihm, Tony Hsieh, Internetmillionär und Chef des Online-Schuhversandes Zappos. Er lebt im 23. Stock des einzigen Hochhauses in Downtown Vegas. Seine Wohnung ist gleichzeitig Projektbüro. Hier kleben ein Haufen Notizzettel. Wenn Leute hier reingeführt werden, fragen wir, was sie idealerweise gerne in ihrer Nachbarschaft hätten. Sofern es die Idee noch nicht gibt, ermutigen wir sie, das aufzuschreiben und an die Wand zu kleben. 10-mal am Tag werden Besucher durchgeschleust. Der Chef lebt maximale Transparenz. Seine erste Firma, Link Exchange, verkaufte der Sohn taiwanesischer Einwanderer 1998 als 24-Jähriger für eine Viertelmilliarde Dollar an Microsoft. Dann führte er Zappos.com zum Erfolg. 2009 akquirierte Amazon den Online-Schuhhändler für 1,2 Milliarden Dollar. Nun zieht Hsieh mit 1.500 Zappos-Mitarbeitern von einem Vorort in das ehemalige Rathaus von Las Vegas. Die lockere Firmenkultur soll auf die brachliegende Innenstadt übergreifen. Wir wollen helfen, die Community in Downtown Vegas wiederzubeleben und einen Ort zu erschaffen, an dem unsere Angestellten leben, arbeiten und feiern wollen und sich nicht nur bei der Arbeit begegnen, sondern auch abends und nachts zusammen abhängen. Das wird unser Zusammenleben auf eine neue Stufe heben. Das Downtown Project ist der Versuch, die Wüstenstadt Vegas wie ein Start-up zu behandeln. Und die Gründer kommen. Gerade ist Maren Kate Donovan mit Searchl, einem virtuellen Assistentenservice, von San Francisco nach Las Vegas gezogen. Für die 27-jährige Gründerin, deren Start-up aus dem Downtown Project mitfinanziert wird, ist Vegas das bessere Silicon Valley. Wenn du eine App programmierst, die nur dir etwas bringt und du sie für einen Haufen Geld verkaufen kannst, gilt das in San Francisco als Erfolg. Aber hier ist man erfolgreich, wenn man eine App erfindet, die tausende Menschen berührt und ihr Leben verbessert. Hier zählt nicht die Rendite, sondern der Nutzen für die Gemeinschaft. Und das ist das Coole am Downtown-Projekt. Wenn sich das hier durchsetzt, wird es sich überall durchsetzen. Denn eigentlich ist Vegas völlig ungeeignet für so eine Bewegung. Aber es läuft. But it is taking off. Las Vegas gilt als eine der schnellsten wachsenden Städte der USA, aber auch als Rekordhalter bei Arbeitslosigkeit, Zwangsvollstreckungen und Bankrotten. Früher war die Innenstadt eine Brache, bevölkert von Junkies, Dealern und Obdachlosen. Heute findet man hier stattdessen Bio-Café, Tattoo-Shops und Coworking-Spaces. Kontrolliert von unbewaffneten Aufpassern.
Wer jung, hip und urban ist, fühlt sich hier wohl, als Teil einer vornehmlich weißen, gut ausgebildeten digitalen Community. Ist das Downtown Project also nur eine Gentrifizierungsmaschine, die das Zentrum von Vegas in den nächsten Prenzlauer Berg verwandelt? Zach Ware, vor kurzem noch Manager bei Zappos.com und jetzt mit dem Umbau eines alten Casino-Hotels beschäftigt, wehrt sich. Es wäre viel einfacher, hier als traditioneller Bauunternehmer aufzutreten. Wir würden eine Immobilie kaufen, abreißen, irgendwas Tolles hinbauen und Eigentumswohnungen verkaufen oder teuer vermieten. Wir machen nichts davon. Ich glaube, dass die meisten Leute erst in den nächsten Jahren kapieren werden, dass unsere Arbeit hier keine Gentrifizierung ist. Ganz im Gegenteil, wir häufen Ländereien an, um sie dagegen zu schützen. Bar und Restaurant sollen wieder eröffnen. Mit aus dem Netz rekrutierten Geschäftsideen. Für die gesamte Innenstadt sind 5 Jahre eingeplant. Tony Shea hat einen Großteil seines Vermögens investiert. Er muss schnell Profit machen. Ob man ein verrottetes Stadtzentrum wirklich einfach aufkaufen und in ein digitales Paradies umbauen kann, wird sich zeigen. Wenn ja, könnte die Idee aus der Wüste Modellcharakter für viele wirtschaftlich geschwächte Städte in den USA und im Rest der Welt haben. Zurück nach Deutschland. Der sonntägliche Tatort ist für viele Landsleute zu einem ähnlich fixen Ritual geworden wie der weihnachtliche Tannenbaum. Um das Verhältnis zwischen tatörtlicher Fiktion und polizeilicher Realität, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, ich bin Paula Riester, vom Beruf her Juristin und bei den Grünen bin ich hier im Bezirksparlament in Friedrichshain-Kreuzberg und bei Tatort Watch bin ich Twitterin und verfolge das mit. Also die Idee für Tatort Watch hatte ein Freund von mir, auch von den Grünen, der sehr gerne Tatort schaut, so wie wir andere auch. Und der sich aber auch ab und an mal darüber ärgert, dass eben manche Dinge im Tatort nicht so ganz korrekt sind. Und daher hatte er die Idee, dass wir über Twitter, dass wir leicht und schnell mal thematisieren können. Und dann haben wir uns zusammengetan und angefangen. Bei dem Tweet, wo es darum ging, dass das SEK mit vorgezogener Waffe Lieferanten kontrolliert hat, ging es darum, dass in so einer Situation die Polizei eigentlich erstmal die Lage richtig einschätzen müsste. Also sie müssten nachfragen, wer sind sie eigentlich, und nicht einfach, ohne Näheres zu wissen, mit der vorgezogenen Waffe eben auf die Menschen losstürmen. Also gerade bei Twitter gab es sehr viele Tweets, die meinten, was soll das, die Grünen wollen jetzt den Tatort verbieten. Aber wir haben auch sehr viel positiven Zuspruch bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es auf so eine Resonanz stößt. Also dass sich plötzlich wirklich so viele Leute dafür interessieren. Also das freut mich auch, weil das ist ja ein Zeichen dafür, dass wir irgendeinen Nerv getroffen haben, dass es richtig war, das einfach mal anzusprechen. Natürlich ist der Tatort auch Kunst, ist ja keine Realität. Darum geht es uns ja auch gar nicht. Aber man kann ja sehr wohl auch über Kunst diskutieren. Wir haben immer gesagt, dass es uns natürlich auch um die Informationen, um das Thema geht, aber dass wir das jetzt auch nicht so bitter ernst nehmen. Also dass das schon auch mal ein neuer Weg ist, vielleicht auf politische Themen aufmerksam zu machen, indem man das auch mal mit einem zwinkernden Auge macht. Also wir wollen jetzt die neuen Tatortfolgen, die so in den nächsten Wochen, Monaten kommen, weiter begleiten. Ich glaube, wir werden das auf jeden Fall noch eine Weile weitermachen. Also wir hatten sogar schon eine Anfrage von einem Drehbuchautor. Der hat uns geschrieben, ob wir ihm Literatur zu Polizeiarbeit empfehlen können. Und da haben wir ihm natürlich was empfohlen. Bis heute sind wahrscheinlich 12.000 Schals und Pullover während der Fernsehtatorte gestrickt worden. Aber die digitale Avantgarde macht sogar vor der entspannenden Wollhandarbeit nicht Halt, wie unser nächster Beitrag zeigt. Fabienne Serrière liebt Stricken. Und sie liebt programmierbare Strickmaschinen. Diese Geräte aus den 80er Jahren konnten zwar schon einfache Aufträge für Strickmuster verarbeiten, aber das hat Fabienne nicht gereicht.
Also hat sie ihre Strickmaschine aufgeschraubt und nachgerüstet. Jetzt können die Zungennadeln ihrer Strickmaschine beliebige Muster erzeugen. Weil wenn man eine ältere Strickmaschine hat, man möchte mit einem modernen Rechner damit sprechen und vielleicht einfache Weg, ein Bild an die Maschine zu schicken. Fabienne Serrière ist Hardware-Hackerin. Ihr Spezialgebiet sind also nicht Computerprogramme, sondern Elektronikbauteile, Computerchips und Leiterbahnen. Das gibt so Kontrolle über Maschinen. Hardware-Hacker bedeutet, man hat noch viel mehr Funktionalitäten, nicht nur Software, aber auch hardwaremäßig. Aber Fabienne Serrière baut noch andere Maschinen. Zu Hause hat sie ein Gewächshaus gebaut. Eine Computersteuerung versorgt ihre Orchideen selbstständig mit genug Licht und Feuchtigkeit. Maschinen reparieren und Maschinen bauen, die es nicht zu kaufen gibt. Das ist Hardware-Hacking. Früher war es ganz normal, Autos oder auch Heimcomputer selber zu reparieren. Heute ist das bei Computern meistens sogar verboten. Sonst übernimmt der Hersteller keine Garantie mehr. Außerdem, wer würde sich schon trauen, an seinem Smartphone herumzulöten? Das war einfacher, was zu reparieren früher mal, aber jetzt haben wir mehr Möglichkeit, mit Digitaltechnologie was Komplizierter auch zu machen. Und deswegen lohnt sich, das zu lernen. Oft verwendet Fabienne gebrauchte Elektronik. Aber sie benutzt auch mal vorgefertigte Bauteile. Zum Beispiel den Arduino. Ein kleiner Steuerungscomputer, über den analoge und digitale Maschinen miteinander kommunizieren können. Auch Stefania Druger ist Hardware-Hackerin. Aber sie baut nicht nur Maschinen selber, sondern bringt auch anderen Elektrotechnik und das Löten bei. Und bei Arduino geht das ganz besonders gut. Das ist wie mit Lego-Steinen spielen. Mit Arduino kann jeder Hardware hacken, weil es sehr einfach ist. Es ist wirklich günstig und man findet online oder offline leicht Hilfe von anderen Menschen, die damit arbeiten. Mit Arduino kann jeder seine eigenen Elektrogeräte erfinden. Die Pläne dazu werden zum Nachbauen im Internet veröffentlicht. Und weil das so einfach ist, verwendet Stefania Druger den Arduino-Controller auch dafür, um Kindern das Hardware-Hacken beizubringen. Wir machen das, weil da eine Lücke klafft zwischen dem, was sie heute in der Schule lernen und wie die Technik gerade voranschreitet. Wir wollen, dass Kinder aktiv werden. Sie sind in diese Welt der Technik hineingeboren, deswegen haben sie keine Angst davor. Sie sind sehr neugierig, das alles auszuprobieren, Sachen zu bauen und zu verstehen, wie das wirklich funktioniert. Mit Arduino hat Stefania Druger schon überall auf der Welt Kindern beigebracht, wie sie mit einem Lötkolben ihre eigene Hardware basteln können. Aber auch viele Erwachsene sind neugierig. In ihrem Workshop hat der Grafikdesigner Tito Rodriguez zum Beispiel sein erstes Stück Hardware gelötet. Die meisten nutzen es natürlich nur und wissen aber gar nicht, wie es funktioniert. Es ist halt schön, irgendwie das selber noch zu löten und mitzubekommen, wofür die Dinge eigentlich sind. Hardware-Hacking ist mehr als nur Elektrospielerei. Wer seine Hardware versteht, erhält sich ein Stück Freiheit in der digitalen Welt. Wenn man Computer nicht nur so verwenden kann, wie sich der Hersteller das wünscht. Gerade weil die Technik immer leistungsfähiger wird. Ich will nicht, dass wir irgendwann nur noch Geräte benutzen, die vollständig geschlossen sind und wir nicht mehr reinschauen und verstehen können, wie sie funktionieren. Jedes Mal, wenn etwas kaputt geht, müssten wir dann etwas Neues kaufen. Und mit ein bisschen Geduld kann jeder lernen, wie man mit dem Lötkolben die eigene Technik aufrüsten kann. Es müssen ja nicht gleich Strickmaschinen und Gewächshäuser dabei herauskommen. Technik ist die Anstrengung, Anstrengungen zu ersparen. José Ortega y Gasset. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.